Diese Bastelidee läuft bisher ganz gut. Locker. Ich konzentriere mich lieber auf meine Nägel. Ich wünschte, ich wäre jetzt im Salon. So viele Farben! Yay! Ich denke, das war's. Oh, danke! Ich liebe den Geruch von Geld. Wow! Hä? Was macht Naomi denn da drüben? Her damit! Was? Kein Make-up, also her damit. Was? Oh, okay, fein, hier. Hey, du hast ja einen Cutter. Ich leime den mal kurz aus. Nimm deine Nagelfeile und mach mit dem Locher ein Loch rein. Dann zum nächsten Schritt. Zieh die Plastikkappe vom Cutter ab. Dann hakst du das Endstück in die Feile. Jetzt schiebst du sie einfach in den Cutter. So simpel. Okay, wir sind wieder im Geschäft. Und das sieht kein bisschen aus wie eine Nagelfeile. Was? Aber die Lehrerin! Hey! Was? Naomi feilt sich wieder die Nägel? Hör sofort auf damit! Ich bastle doch nur. Na, sehr gut. Das war knapp. Beobachtet sie mich? Jetzt könnte meine Chance sein. Ich hab das gehört. Ich behalte dich im Auge. Was mache ich denn jetzt? Ich muss es heimlich machen. Hallo, mein süßer, leckerer Freund. Sie ist hier. Ich wusste, dass du etwas im Schilde führst. Leg das zurück. Ach, und jetzt? Hi, willst du auch den Zahnarzt besuchen? Oh, hi. Warte mal. Du bist ein Lebensretter. Oh, wow. So hat mich noch nie jemand genannt. Das wird mein Problem lösen. Okay, falsche Kopfspange aufgesetzt. Zeit für einen kleinen Snack. Ab in meinem Mund und niemand hat's gemerkt. Was ist da drüben los? Nichts, das ist nur meine Kopfspange. Ha, solange du nichts isst. Yep, nur meine Kopfspange, kein Essen. Hey, kannst du nicht lesen, Gabby? Kein Essen oder Trinken erlaubt, das weißt du doch. Ist die Luft rein? Zeit für einen Snack. Oh, ich bin am Verhungern. Kaut Justin an etwas? Ich kann nicht sehen. Er isst definitiv etwas. Aha. Justin? Du hast was zu futtern? Schau. Das war fantastisch. Hast du eine leere Chipsdose? Hm, schade. Keine Chips mehr. Skizziere eine solche Linie. Ein kleiner Halbkreis unten an der Dose. Schneide es dann mit einer Klinge aus. Als nächstes tarnst du die Dose. Dieses Papier ist perfekt. Ich wickle es einfach herum. Jetzt sieht es aus wie ein Stifthalter. Wenn das erledigt ist, füllst du es mit Snacks. Wie diese Marshmallows. Gute Wahl. Hast du den Deckel noch?
Den brauchen wir. Schneide die Kante ab und wirf es hinein. So können deine Stifte oben aufliegen. Und rein mit euch. Jetzt kann ich das Papier einfach hochheben. Ziemlich genial, oder? Hier ein Snack für dich. Danke. Geht es deinem Bauch jetzt besser, Gabby? Mhm, perfekt. Niemand schaut. Lust auf heimliches Naschen? Dann solltest du Plastikverpackungen vermeiden. Justin hat Snacks. Was für ein Glück. Siehst du? Wow, einer nach dem anderen, Leute. Mm, so lecker. Ich liebe die. Oh, so viel dazu. Justin! Her damit! Das hat sich echt nicht gelohnt. Weiter geht's mit der Schularbeit. Hey, ich könnte das Papier hier benutzen. Ich probiere es mal. Wachsstifte sind die perfekte Tarnung. Schau gut zu. Schieb die Farbe einfach raus. Du brauchst nur den Teil aus Papier. Zeit, die Süßigkeiten reinzuschieben. Passt perfekt, siehst du? Jetzt habe ich eine ganze Schachtel voller Süßigkeiten. Solange die Farben übereinstimmen, ist alles in Ordnung. Keiner wird den Unterschied merken. Das wird der Lehrer nie herausfinden. Das ist meine Chance. Das gibt's doch nicht. Justin isst seine Wachsstifte. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Es ist überhaupt nicht gut. Du solltest nur sicherstellen, dass du deinen Sitznachbarn einweist. Sorry, Gabby. Okay, ein bisschen hiervon und eine Prise davon. Und natürlich etwas Magie. Da passiert was. Was könnte das bedeuten? Das sieht nicht gut aus. Das ging ziemlich in die Hose. Hat das jemand mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Chemie war noch nie mein Ding. Ich hoffe, das Zeug ist nicht von Dauer. Ist es schon weg? Die Leute starren schon. Das fühlt sich komisch an. Du verschwendest nur Zeit. Nimm einen Bleistiftanspitzer wie diesen. Wenn er leer ist, gieße deine Lieblingsfoundation ein. Jetzt den Deckel wieder drauf. Als nächstes machst du Kleber ans Ende eines Bleistifts. Und klebst ein Make-up-Schwämmchen dran. Fertig? Ich hasse alles. Was? Zeit für eine kleine Abdeckung. Echt? Das ist cool. Nur ein oder zwei Dips und dieses Make-up rettet meinen Tag. Ich brauche nicht mal einen Spiegel. Und, wie sehe ich jetzt aus? Niemand schaut her. Das ist meine Chance. Ich denke nicht. Du kennst die Regeln. Ach, das ist unfair. Ha, schauen wir an. Ja, ich habe einen Plan. Hier fehlt etwas in der Tabelle. Okay, die Luft ist rein. Zeit, diese Verkleidung zu testen. Hallo, ich bin Arzt. Ich meine Zahnarzt. Ich mache mich auf den Weg. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist hier jemand? Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Zeit, die Verkleidung abzulegen. Ich war das die ganze Zeit. Und mein Arztkittel ist voll mit Süßigkeiten.
all die guten Sachen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Ich kann so viele Süßigkeiten essen, wie ich will. Ich schieb mir einfach alle in den Mund. Hey, gib mir meine Klamotten zurück. Oh, hey. Sorry deswegen. Aber ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. Ich kann nicht glauben, dass ich ans Bett gefesselt bin. Arme Olivia. Ich weiß, was sie aufmuntern wird. Nein? Hast du Hunger? Nun, ich weiß doch, dass du Tee liebst. Bin ich in der Stimmung? Dann gibt es nur noch eines. Das muss dich einfach zum Lachen bringen. Ist das nicht so komisch? Nein? Was, wenn die Maracas verschwinden? Ich will einfach nur meine Schminke haben. Oh, verstanden. Und? Blöde Himbeersamen. Stopp, junger Mann. Hier ist keine Schminke erlaubt. Ernsthaft? Okay. Wie buchstabiert man Appendizitis? Du schon wieder? Was ist unter diesem Pony? Netter Versuch, aber nein. Ah. Oh. Der ist süß, oder? Rein mit dir. Bin wieder da. Ein Bär? Nicht nur ein Bär. Er ist etwas ganz Besonderes. Warte kurz, ich zeige es dir. Hast du den Verstand verloren? Oh, Leo, hinter dir. Her damit. Oh Mann, ich hab's echt probiert. Ein neuer Tag, ein neues Bild. Irgendwie macht das sogar Spaß. Ach, ich male mit anderen Farben. Hä? Was machst du da? Nur mein Nachmittagstouch-up. Nein, 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 nein. Weg damit. Ach, wirklich? Na gut, von mir aus. Es ist weg, okay? Mhm. Diese Regel ist doch total lächerlich. Er schaut aber nicht mehr her. Dann kann ich wenigstens meine Lippen auffrischen. Der perfekte Farbton. Naomi, jetzt reicht's aber. Ich wollte ihn eben wegschmeißen, Herr Lehrer. Zufrieden? So, sorry. Warte mal. Warum wechsle ich nicht einfach das Material? Mal sehen, was ich hier habe. Natürlich Schulsachen. Los geht's. Phew, das macht mehr Chaos, als ich dachte. Okay, gefällt dir mein kleiner Stern? Ich bin aber noch nicht fertig. Der muss nämlich noch angeklebt werden. Erledigt. Jetzt habe ich einen kleinen Stempel. Und zwar für mein Gesicht. Es muss gleich aussehen. Yes! Hä? Hat sie keine Blätter mehr? Was? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Ach, das sieht süß aus, stimmt's? Meine Lippen. Aber ich brauche Gloss. Zeit für einen kleinen Ausflug. Jetzt hast du genügend Zeit, dein Buch zu lesen. Es ist echt schön hier. Das macht dir doch nichts aus, oder? Ein paar mehr. Puh. Mal sehen, was wir hier haben. Code-Make-up. Code-Make-up. Oh, ganz langsam. Die pinke Tasche, bitte. Oh, nicht unter meiner Aufsicht. Aber das ist nagelneu. Ist das Staub? So glänzend. Stopp! Was ist das? An mir kommt nichts vorbei. Stillhalten. So nervenaufreibend. Und jetzt sehe ich auch, warum. Ich rufe meinen Vorgesetzten. Nein, wir gehen schon.
Ich liebe diesen Job. Noch ein Passagier? Na, das nenne ich eine Augenweide. Er steht auf Instagram-Models, was? Dann wird er das bekommen. Können wir bitte boarden? Vielen Dank. Was war das? Wow, das habe ich total vergessen. Das ist nicht gut. Raus, sofort. Was für ein Tag. Entschuldigung, danke. Zeit für ein Nachziehen. Mein Flug. Sag Mama, dass ich sie vermisse. Ich muss wohl Französisch lernen. Wenigstens sehe ich hübsch aus. Oh, ich kann nicht glauben, dass sie neben mir sitzt. Sie ist wunderschön. Okay, das ist meine Chance. Der Lehrer ist abgelenkt. Zeit für Schokolade. Macht sie das wirklich? Ich kann sie sehen. Ja, was für eine wunderbare Schokolade. Nö, die gehört jetzt mir. Oh, schade. Er hat ihr die Schokolade weggenommen. Hey, Moment mal. Ich glaube, ich kann ihr helfen. Hey, ich habe das hier für dich. Hä? Wofür brauche ich die? Ich habe eigene. Ja, also... Wow, das ist abgegangen. Guck rein, vertrau mir. Okay. Unmöglich. Schokolade. Fantastisch. Oder? Fast wie Magie. Ich habe Buntstifte genommen und den unteren Teil abgeschnitten. Dann brauchte ich meine Klebepistole. Ich habe sie in einer Reihe zusammengeklebt. Denn sie dürfen nicht rumwackeln. Wichtig war auch, genug Kleber zu nehmen, damit sie auch zusammenbleiben. Dann kam die Schachtel. Ich habe sie aufgemacht. Und dann die Schokolade reingesteckt. Die Schokolade passt perfekt rein. Und dann kommen die Bleistifte obendrauf. Tada! Wow, du bist so clever. Guck, der Lehrer. Hier, hast du auch was davon. Das ist nur fair. Ich kann nicht glauben, dass sie meine Schokolade isst. Das ist mein schönster Tag. Okay, klasse. Puh, lange Gleichungen wie diese erfordern jede Menge Gehirnnahrung. Dann sollte ich wohl besser an den Snacks arbeiten. Ich könnte schwören, ich hätte jemanden essen gehört. Aber das wird knifflig, wenn im Unterricht kein Essen erlaubt ist. Aber keine Angst, Essen zu schmuggeln ist einfacher, als du denkst. Also gut, klasse. Dieser Teil ist schwierig, also passt gut auf. Mathe würde mit etwas Essen so viel mehr Spaß machen. Ohne Witz, es ist echt Zeit für eine Snackpause. Ja, ich möchte die Bestellung so schnell wie möglich haben, bitte. Wow, Justin hat Pizza bestellt und zwar genug für uns alle. Was riecht hier so? Wir riechen nichts, Herr Lehrer. Du musst einfach nur schlau vorgehen. Das ist also die Gleichung. Wenn du auch im Unterricht essen willst, solltest du dir diese Tricks gut merken. Yay! Happy Birthday to me! Ich weiß, dass hier etwas Verdächtiges vor sich geht. Sei dir sicher, dass dich kein Lehrer aufhalten kann. Hey, was ist das? Oh, ein Flyer für die Show heute Abend? Wir gehen auf jeden Fall. Wow, stopp. Hier kommt kein Essen vorbei. Ihr könnt nach der Show snacken. Stopp. Ich habe nichts an mir. Das werden wir ja sehen. Erwischt. Oh, ich will nicht auch noch in Schwierigkeiten geraten. Los, verschwinde von hier. Ich glaube, ich kann da was tricksen. Das wird unglaublich. Zuerst muss ich meine Arme aus den Ärmeln ziehen.
Bedecke einfach deinen Rucksack mit einem Pulli wie diesem und schon bist du startklar. Pausbäckchen sind das Sahnehäubchen. Oh. 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 Schau mich an, das ist der perfekte Plan. Stopp. Okay. Loser. Was hast du gegessen, Gabby? Das ist nur mein Rucksack. Willst du auch was snacken? Hey, ich will auch ein paar Snacks haben. Oh, gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Die Show fängt gleich an. Schlag ein. Ich wette, die Mädels werden heute kein Make-up an mir vorbeischmuggeln. Aha, das glaube ich nicht. Aber das ist nur ein bisschen Puder. Kannst du nicht lesen? Ach, na gut. Sie trägt ganz schön viel Schmuck. Interessant. Ich kann mein Make-up in Schmuck verwandeln. Mit meiner Klebepistole verziere ich meine Puderdose. Du kannst so viel draufkleben, wie du willst. Dann mache ich Heißkleber auf meinen Armreif und klebe die Puderdose oben drauf. Schon fertig. Darf ich reingehen? Das werden wir gleich sehen. Ich sehe nirgendwo Make-up. Na gut. Geh rein. Danke. Das hat ja super geklappt. Ich will nur noch ein bisschen Schweiß abtupfen. Phew. Der habe ich's gezeigt. Phew. Der habe ich's gezeigt. Wow! Ah! Wenige Minuten zuvor. Das reicht jetzt aber. Hey Tina, bist du bereit zu gehen? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich hab's. Die hier! Ah, pass auf! Hä? Was war das? So spät? Ich sollte eine Runde drehen. Seh nur, was wir hier angerichtet haben. Tina, du sollst die Chips aufräumen und nicht aufessen. Hier ist alles sauber. Ich kann weitergehen. Endlich Feierabend. Mann, war das anstrengend. Warum ist es dunkel? Wir sind eingesperrt. Hey, lass uns raus. Hilfe. Oh yeah. Hallo, wir sind noch hier. Hey, was ist denn das Problem? Wir sind hier eingesperrt. Wirklich? Das ist echt mies. Sowas von. Cool. Hör auf damit. Kapierst du es nicht? Wir sind mit Süßigkeiten eingesperrt. Ein Traum wird wahr. Hast du das gehört? Das ist ein Erdbeben. Nein, das ist etwas anderes. Phew, endlich Ruhe. Hi. Hi. Puh. Ah! Was machen wir jetzt? Wir müssen Hilfe holen. Wie kannst du jetzt essen? Ich bin hungrig. Wir haben hier ein Riesenproblem, Tina. Da drüben ist ein Einbrecher. Na gut. Hey, warte mal. Ich habe eine Idee. Halt mal. Bin gleich wieder da. Ich muss leise sein. Gute Idee, oder? Sicher, dass das funktioniert? Das wird mega. Ich brauche nur etwas Popcorn. Oh, ich liebe Schokoladencreme. Oh, oh. Gar nicht gut. Echt jetzt? Wow. Oh, ich hab's. Wir brauchen etwas Musik. Hey, das ist nicht lustig. Oh, jetzt habe ich den Dreh raus. Ich bin ein Naturtalent. Echt krasse Moves. Oh, warte. Ballettstunden hatte ich auch mal, als ich klein war. Ich bin eine prima Ballerina. Jetzt kommt ein Remix. Ab geht's. Der Wurm, ein Klassiker. Was sagt ihr? Uff, das kam unerwartet. Das war echt lustig. Was ist hier noch zu holen? Clown macht ganz schön durstig. Erfrischend.
die Luft ist rein. Okay. Zeit für Plan B. Los geht's. Ich muss mich beeilen. Das wird eine böse Überraschung. Ich mach die Fliege. War da etwas? Au! Hey, keine Bewegung. Ups. Na, wartet. Hä? Oh nein. Haha, ich hab echt Mitleid. Ha, das Internet liebt den Dieb. Wo steckt ihr? Oh, Kaugummi, lecker. Haha, erwischt. Autsch, sie hat mich gebissen. Mein armer kleiner Finger. Und los, keine Gnade. Hör auf, ich hab Angst im Dunkeln. Lauf. Ich hätte Polizist werden sollen. Ich hab die Nase voll. Nope, das brauche ich nicht. Oh, aber das wird nützlich sein. Nee. Schon besser. Oder auch nicht. Woohoo! Das ist perfekt. Wir müssen ihm noch mehr Fallen stellen. Ist das gerade deine Hand? Ah! Lauf! Wow! Mein Kopf! Yes! Es hat geklappt. Das war beeindruckend. Und wie? Schnell weg hier. Das ist echt die lustigste Nacht seit langem. Hey, ich weiß, was wir als nächstes machen. Wow, du bist echt genial. Oh, mein Kaugummi. Tina, schnell, nimm das. Den Kaugummi klebe ich hier hin. Okay, er klebt fest. Jetzt müssen wir ihn anlocken. Hey, hier drüben. Nene. Na, warte du. Wow. Ich hoffe, du magst Kuchen. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Das reicht. Ich bin doch nur ein armer Dieb. Hä? Ist das Vanille? Meine Diät ist im Eimer. Wo sind sie hin? Oh, da sind sie. Das ist meine Chance. Moment. Nicht so schnell. Ich muss leise sein. Okay, wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht trennen. Riechst du das auch? Das riecht wie Stinkekäse. Kein Schimmer, was das ist. Es wird schlimmer. Noch ahnen sie nichts. Oh, das ist der Dieb. Schnell, tu etwas. Vorsichtig, meine Süßigkeiten. Warte, genau das brauchen wir jetzt. Ich schütte die Süßigkeiten auf den Boden. Der Dieb wird sich wundern. Ich bin so aufgeregt. Zeit für meine Rache. Erwischt. Sieh nach unten. Oh nein. Helft mir. Autsch. Mein Rücken. Nein, nicht umfallen. Das wird wehtun. Nochmal Glück gehabt. Oh, hey. Nicht bewegen. Ich bin laktoseintolerant. Was habe ich euch getan? Erwartet, wenn ich euch kriege. Da ist eine von ihnen. Komm her. Was zum... Der Dieb ist dümmer, als er aussieht. Schnell abhauen. Hier sollten wir sicher sein. Los, duck dich. Snack gefällig? Chips, die liefern mir Energie. Bist du fertig? Recyceln ist wichtig. Behalte den Dieb im Auge. Was ist das? Hast du dein Handy dabei? Gute Idee. Selfie. Nein, Tina. Hey, das war ein gutes Selfie. Okay, jetzt sind wir bereit. Ich hätte die Bank ausrauben sollen. Das wäre einfacher. Da drüben. Mach schon. Was ist das? Hunde? Oh nein, ich hasse Hunde. Es funktioniert. Er hat Angst. Was machen wir jetzt? Tina,
das könnte nützlich sein. Was? Das ist für eine Falle. Da ist bestimmt Geld drin. Juhu! Jackpot! Von wegen. Hier, nimm die Flasche. Und ich hab den Köder. Das wird nice. Der Dieb ist echt wohl. Zeit für etwas Angelspaß. Lecker. Mit Milch wäre es besser. Oh, hallo. Wo ist er hin? Haha, es funktioniert echt. Na, warte, du entkommst mir nicht. Keine Bewegung. Ah. Autsch. Nein. Mein schönes Gesicht. Nein, 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 nein. Gefangen. Zu früh gefreut. Gut gemacht. Ich will endlich nach Hause und ein heißes Bad nehmen. Oh nein. Was geht? Wen haben wir denn da? Ihr seid das Allerletzte. Was ist denn da los? Diese Fernsehserie ist ja sowas von lustig. Ich sollte besser mal nachsehen. Du kratzt mich! Ah, oh, das ist so hell! Was ist denn jetzt los? So ein schlechter Dieb. Komm mit. Das ist eure Schuld. Haha, Loser. Wieso nimmst du uns fest? Na, wer ist jetzt der Loser? Ich mache nur meinen Job. In Ordnung, wer kommt als nächstes? Arme raus. Oh Mann, alle werden abgetastet. Was machen wir jetzt mit unseren Süßigkeiten? Wir müssen sie verstecken. Hey, du bist der nächste Kumpel. Willst du mich verarschen? Ich kann deine Schokolade sehen. Ach ja, nur eine Sekunde. Schau dir dieses Kunststück an. Tada! Die Schokolade ist verschwunden, denn ich habe sie dorthin teleportiert. Wow, wie hast du das gemacht, Kumpel? Aber gib sie her. Hab noch einen guten Abend. Ich kann nicht fassen, dass du meine Schokolade geopfert hast. Ja, aber schau, das war nur Ablenkung, denn wir haben immer noch meine. Hm, das ist eine gute Schokolade. So, keine Knoten mehr im Haar. Zeit für einen süßen Snack. Oh, so lecker. Oh, Gabby hat was Süßes. Oh, hi. Hi. Kann ich was abhaben? Sicher, hier. Oh, oh mein Gott. Justin schaut mich an. Ich kann nicht glauben, wie süß er ist. Oh, hi. Bis später, Gabby. Was? Jetzt geht sie einfach zu ihm rüber? Willst du auch was abhaben? Hier. Alles für dich. Danke. Ich kann nicht glauben, dass sie Justin all meine Süßigkeiten gegeben hat. Autsch, meine Bürste ist kaputt. Nun, vielleicht ist das sogar ein Segen. Du kannst Süßigkeiten direkt in die Bürste stecken. Sie passen perfekt unter die Borsten. Rein mit euch, ihr Süßen. Und jetzt bringe ich die Borsten wieder an. Tada! Sie sind perfekt versteckt. Wenn du jetzt Gelüste auf was Süßes hast, dann bürste einfach dein Haar. Und gönn dir einen kleinen Snack. Oh, Gabby isst was. Her damit.
Hm? Ich hab nichts. Na dann. Oh, diese Klasse könnte etwas Aufregung gebrauchen. Auch wenn es nur in meinem Mund ist. Passt gut auf, Leute. Oh nein, mein Kaugummi. Oh nein. Oh, ups. Sieht nicht gut aus. Was um Himmels Willen? Ist das Kaugummi? Wie ekelhaft. Mein Kaugummi. Oh, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Hey. Diese Klebebandrolle ist perfekt. Diese Dinger sind für mehr als nur Klebeband gut. Nimm einfach das Band heraus. Sie sind tolle Kaugummispender. Rein mit dem Kaugummi. Jetzt kannst du das perfekte Stück abreißen. Bitte sehr, Gabby. Wow. Danke, Justin. Gern geschehen. Ich kann nicht glauben, dass sie ihm eine Rose geschenkt hat. Das ist mein Meisterschleichen. Aber ich brauche einen Snack. Au! Ich habe mir selbst ins Auge geschossen. Nein, das wird sie gehört haben. Hey, du! Gib die Süßigkeiten her! Das ist nicht so gelaufen, wie ich geplant hatte. Hey, das ist eine geniale Idee. Okay, ich brauche ein Tuch und Zuckerkleber. Nur ein kleiner Klecks auf den Stoff. Und ich kann die Schoko-Drops ankleben. Und jetzt noch die anderen. Perfekt, ich bin fertig. Oh, mein armer Zahn. Zeit für eine Schokopause. Mmh, das sind die besten Zahnschmerzen. Alles klar, der Zahn hat jetzt Zeit für dich. Oh, stimmt. Okay. Das besser. Kannst du bitte deinen Schal abnehmen? Oh, natürlich, Herr Doktor. Ach du meine Güte, eine Art Pocken. Eine Sekunde. Stimmt etwas nicht mit meinem Gesicht? Mach dir keine Sorgen. Die bringt das sofort in Ordnung. Halt jetzt still und beweg dich nicht. Hi, ich will in den Club. Hey, Essen und Getränke sind nicht erlaubt. Oh, gut, ich habe auch nichts. Du kaust Kaugummi, das zählt. Spuck ihn aus. Kann ich jetzt rein? Stopp, ich werde dich nach Snacks scannen. Ich weiß nicht. Du bist ziemlich verdächtig. Oh, deine Haare. Oh nein, oh nein, oh nein. Ha, du bist immer noch verdächtig. Warte hier. Damit finde ich alles, was du versteckst. Na gut, meine Inspektion ist abgeschlossen. Du darfst jetzt rein. Endlich. Dieser Club ist fantastisch. Und natürlich habe ich einen geheimen Snack. Kaubonbons, die sind leicht zu formen. Und ich habe sie einfach wie frische Nägel geformt. Dann musste ich sie nur noch auf meine Fingernägel setzen. Und so macht man eine Bonbon-Maniküre. Ein Bonbon für jeden Finger. Und natürlich auch für meinen Daumen. Meine Maniküre war fertig und ich konnte in den Club. Und jetzt ist Snackzeit. Hat sie gerade ihren Fingernagel gegessen? Was? Das ist so eklig. Wir verschwinden hier. Hier gibt's ja eine Menge keine Snacks-Schilder. Aber ich mach, was ich will. Nein, tust du nicht. Nicht in dieser Praxis.
Ich weiß ja nicht, was sie erwartet hat. Du musst in der Zahnarztpraxis raffinierter vorgehen. Versteckt vor alle Augen. Absolut lohnenswert. Entschuldigung, junge Dame. Wirf deine Kosmetik in diese Box. Oh, ich habe kein Make-up dabei, Madam. Ach, wirklich? Ich werde das überprüfen. Nein! Darf nicht Kontrolle verlieren. Sie hat ihren eigenen Willen. Nein, nicht mein Rucksack. Sieht so aus, als hätte ich die Kontrolle verloren. Ich kann nicht glauben, dass mir das passiert ist. Warum haben wir die strengste Lehrerin weit und breit? Du hast mich verraten. Wie kann ich dir je wieder vertrauen? Hey, kein Grund zum Weinen. Ich habe die Lösung gleich hier. Wenn du dein Make-up verstecken musst, verkleide es einfach. Ohne das sichtbare Holz sehen diese Stifte wie Kreide aus. Du kannst keinen Unterschied erkennen, siehst du? In die Box mit dir. Brauchst du eine schnelle Eyeliner-Auffrischung? Schnell, bevor die Lehrerin es sieht. Du wirst es lieben. Ach, du hast meinen Look vervollständigt, Annie. Mädels, was ist bei euch los? Ausmalen, sonst nichts. Ach, wirklich? Die will ich mir mal ansehen. Und hier sind sie schon. Irgendwas ist anders. Wir sind sowas von erledigt. Ich will nicht zum Nachsitzen. Schmecken wie Wachsmalstifte. Phew, das hätte übel enden können. Hallo, Klasse. Denkt an die Regel. Kein Make-up. Ja, wir denken dran. Aber Regeln sind dazu da, gebrochen zu werden. Ups. Wenn du die Regeln brechen willst, dann musst du kreativ sein. Nur eine schnelle Extraportion Farbe. Meiner duftet nach Beeren. Geschmeidig, was? Das kannst du zweimal sagen. Hübsche Einhörner haben wieder gewonnen. Hey, Essen ist nicht erlaubt. Verschwinde. Komm wieder, wenn du das losgeworden bist. Also gut, lass mal sehen, ob du was versteckst. Oh, er darf meine Süßigkeit nicht sehen. Hey, seine Halskette. Das bringt mich auf eine Idee. Ja, ich denke, das wird definitiv klappen. Voilà, ich habe ein neues Schmuckstück, mit dem ich angeben kann. Was haben wir denn hier? Du bist okay. Geh durch. Wow, ich hab's reingeschafft. Und jetzt ein schneller Happen. Hat sie gerade ihre Halskette gegessen? Du hast das auch gesehen, oder? Hey, teilst du deinen Schmuck mit uns? Klar doch. Hier habt ihr. Danke, das ist klasse. Mann, ist mir langweilig. Das dauert ja ewig. Hä? Eine Textnachricht? Oh, Süßigkeiten. Das macht meinen Aufenthalt viel angenehmer. Was? Hast du die Schilder nicht gesehen? Wir erlauben hier keine Snacks oder Getränke. Unglaublich. Die versuchen immer, Snacks reinzuschmuggeln. Oh, wow. Sie ist wunderschön. Hallo, Fräulein. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich möchte meinen Freund besuchen. Oh, was bedeutet dieses Poster? Oh, das? Es geht um verschreibungspflichtige Medikamente. Da waren die Süßigkeiten. Hm? Was ist das? Wow, ein ferngesteuertes Auto. Beladen mit Süßigkeiten. So lecker. Ich habe tolle Freunde. Also, das ist nur eine Erinnerung an uns Ärzte. Okay, danke. Warte, geh nicht. Mist. Na dann zurück in die Arbeit. Die Zeit ist fast um, Kinder. Ich brauche die Antwort auf diese Frage.
Und die hier vielleicht auch. Und fertig. Warum ist sie so schlau? All die Konzentration macht echt hungrig. Na, ich hole mir schnell einen Snack. Hey, willst du auch was? Nein. Wie du meinst. Ich hasse es hier. Gabby, wir haben Zuschauer. Her damit. Nein, die gehören mir. Oh, es tut weh zuzuschauen. Nie kann man in Ruhe essen. Gabby, du kennst die Regeln. Aber ich kann nichts dafür, wenn ich im Unterricht hungrig bin. Oh. Halte dich an die Regeln. So unfair. Diese Chips sind einfach die besten. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da macht? Wie findet er uns immer? Oh, ich vermisse meine Snacks. Der ist echt unheimlich. Tut mir echt leid, Gabby. Ich nehme das nicht einfach so hin. Wovon sprichst du? Ich habe eine Idee. Schnapp dir eine Plastiktüte wie diese. Und fülle sie mit deinen Lieblingssnacks. Ich liebe diese sauren Schlangen. Ich stecke sie einfach hinein und schließe die Tüte. Als nächstes brauchen wir den Ordner. Stecke den Kunststoff mit Metallringen durch. Ordner sind perfekt dafür. Und fertig. Schau. Es wird komplett flach sein, als wäre es Papier. Schaut der Lehrer. Das ist meine Chance. Essen zu schmuggeln ist jetzt so viel einfacher. Oh, gib mir auch was. Welche Seite willst du? Oh, die sehen alle gut aus. Ich nehme eine Schlange, bitte. Oh, oh, lecker. Mhm. Schüler? Hier gibt es nichts zu sehen. Ich sehe nichts. Dieses Mal. Oh, das war knapp. Ich muss das fertig bekommen, bevor die Schüler eintrudeln. Etwas Farbe hat noch niemanden geschadet. Das Zeug riecht echt gut. Guten Morgen. Keine Schminke. Tut mir leid, Olivia. Die Regeln gelten wohl nicht für Lehrer, was? So unfair. Ich hasse es hier. Und nun? Wie kam das denn dahin? Was kann ich da sonst noch verstecken? Du schon wieder, Olivia? Was hast du da auf dem Kopf? Sie können das sehen? Oh Mann. Morgen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Okay. Perfekt. Was geht da vor sich? Die haben doch keine Schminke, oder? Bleib cool. Versteckt ihr beiden etwas? Natürlich nicht. Okay, sieht gut aus. Oh, das war knapp. Kennt jemand die Antwort? Ich bin eher daran interessiert. Irgendjemand? Was ist hier gerade passiert? Ups, meine Schuld. Theo? Hatten deine Lippen schon immer diese Farbe? Da? Gefällt es Ihnen? Nicht wirklich. Los, wasch es ab. Kinder. Sorry, Kumpel. Ich kann kaum meine Augen offen halten.
Dieser Unterricht ist wie verbales Melatonin. Wie lange war ich weg? Nur noch eine halbe Stunde. Kreativ zu sein ist schwer, wenn man müde ist. Niemals. Kevin ist gerade reingekommen. Dieses Gesicht weckt mich immer auf. Sind meine Haare in Ordnung? Oh, ich sehe aus wie der Tod. Annie! Redest du mit mir? Ich dachte, ich hätte meinen Namen gehört. Wie kannst du nur so umwerfend aussehen, wenn kein Make-up in Sicht ist? Okay, was ist hier los? Alles ist hier drin. Das ist der geheime Lidschatten. Nimm einfach einen normalen Radiergummi und zeichne ein Rechteck drauf. Schneide es dann aus und fülle deinen Lieblingslidschatten ein. Stopf ihn rein und verdichte ihn. Dann schieb die Hülle wieder drauf. Gut, dass ich meinen Pinsel dabei habe. Ein bisschen reicht schon. Hübsch, oder? Ich sehe nicht mehr verschlafen aus. Jetzt wieder verstecken. Raffiniert. Hey du, könntest du mir... Wow, du hast wunderschöne Augen. Die hübschesten, die ich je gesehen habe. Als ob ich das nicht wüsste. Oh, wow. Kevin ist verliebt in mich. Perfekt. Du bist wunderschön. Oh, ich habe solchen Hunger. Oh, das ist schlimm. Aber ich habe eine Idee. Warte kurz. Aha, das ist, was ich gesucht habe. Okay, los geht's. Das kommt auf deine Lippen. Das schmeckt süß. Ich weiß, mach weiter. Es schmeckt so gut. Danke. Das ist meine super geheime Palette. Ich habe das Make-up entfernt. Dann habe ich Gummibärchen reingelegt. Und mit ihnen alles aufgefüllt. Auf jeden Platz passen zwei. Dann habe ich meinen Föhn benutzt, um die Gummibärchen zum Schmelzen zu bringen. Sie sind ziemlich leicht geschmolzen. Wichtig war, dass sie alle erhitzt wurden. Und das war's schon. Das sieht perfekt aus. Und deshalb schmeckt es so süß, weil es eigentlich Süßigkeiten sind. Du bist ein Genie. Das ist so gut. Mit diesem Spiel vergeht die Zeit wie im Flug. Das macht echt Spaß. Ich glaube, ich gewinne, oder? Hallo? Entschuldigung, kannst du das nicht lesen? Ernsthaft? Raus! Wie ich sehe, mögen Sie Spiele, was? Das merke ich mir. Hi! Was ist das für ein Spiel? Darf ich? Ja klar. Cool! Das ist ja voller Schminke! Oh Gott, sie bringt mich um! Bis dann! Ich will unbedingt einen Film schauen. Moment! Natürlich! Bin wieder da! Einmal bitte. Gebrochener Arm? Das kenne ich. Das ist echt kein Vergnügen. Viel Spaß! Ach, so frisch! Wo ist Olivia? Du hast es geschafft! So süß! Tut es weh? Das ist nur eine Attrappe. Cool. Puh, was denkst du, versteckt er in diesem Teil? Ich werde es rausfinden. Hey, mein Bein. Hilfe, Hilfe. Süßigkeiten hier? Junge Dame, der Spaß ist vorbei. Okay, bis später, Leo. Wie peinlich. Die Schularbeit nimmt nie ein Ende. Ups, mein Radiergummi ist komplett weg. Moment, damit kann ich nichts auslöschen. Schätze, ich brauche was anderes. Habe ich meinen großen Radierer zu Hause vergessen? Oh, Justin schaut nicht hin. Ich benutze den da. Stopp, Gabby. Was ist denn?
Benutze den nicht. Nimm den hier stattdessen. Was? Das ist kein Radiergummi. Das ist viel besser. Ich will auch was. Ich zeige dir, wie man es macht. Nimm zuerst den Radiergummi heraus. Der sollte einfach rausrutschen. Jetzt haben wir das Papier und den Radierer selbst. Nutze ein Messer. Schneide mit einer Klinge einen kleinen Teil ab. Schneide dann einen mittleren Abschnitt. Genau so. Und lege die Mitte beiseite. Stecke nun das größere Ende in die Hülle. Aber nicht komplett. Jetzt kommen die Snacks rein. Du brauchst etwas Kleines. Nicht vergessen zu schließen. Ich werde diese Hungersnöte auslöschen. Hier, Gabby, Snacktime. Mmh, so gut. Ja, und er sagte, nein, lass uns einen anderen Film schauen. Aha. Was geht denn da drüben vor sich? Hey, Make-up ist nicht erlaubt. Kannst du denn nicht lesen? Was? Das ist doch nur Lippenstift. Was soll's? Total bescheuert. Warte. Ich weiß. Hey, ich habe hier einen Lippenstift. Das ist auch dein Farbton. Du kannst ihn auftragen und niemand schöpft Verdacht. Wie hast du das gemacht? Zuerst musst du die Spitze deines Regenschirms absägen. Das könnte ein paar Minuten dauern. Und bevor du den Lippenstift draufsetzt, musst du Heißkleber auftragen. Dann kleb ihn direkt auf die Spitze. Darf ich ihn mal ausprobieren? Sieht aus, als ob du nur einen Regenschirm hältst. Hm, was für ein simpler Trick. Und wieder zurück in den Schatten. Bleib sofort stehen. Was ist das? Das ist die Ersatzdisco-Kugel. Ah, okay. Dann geh rein. Warum hast du noch eine Disco-Kugel mitgebracht? Das ist keine Disco-Kugel. Ich zeig's euch. Zuerst habe ich mir eine geeignete Wassermelone besorgt. Und ich habe sie mit genießbarer Silberfarbe besprüht. Ich überzog sie komplett, damit sie schön glänzt. Dann kamen die Folienquadrate. Die habe ich einfach rund um die Schale geklebt. Ich musste das ganze Ding abdecken. Und voilà, das Endergebnis. Möchte jemand Wassermelone? Oh wow, die ist so frisch. Wir müssen hydriert bleiben, wenn wir die ganze Nacht feiern wollen. Bleib da stehen, was ist das? Das ist die Ersatz-Disco-Kugel. Ich bin der Techniker. Aber wenn du der Techniker bist, dann... Ah! Das ist ein seltsamer Club. Ha! Hab ich es rechtzeitig geschafft? Gerade noch so. Ich setz mich hin. Worauf wartest du noch? Aha. Das war hart. Wo wir gerade von hart reden. Diese Haare haben schon bessere Tage gesehen. Ich glaube, ich habe eine Bürste hier drin. Oh, Gott sei Dank. Der Wind ist mein schlimmster Feind. Jennifer? Du willst dich frisieren? Nicht in meinem Klassenzimmer. Hä? Wie ist meine Bürste da reingekommen? Ist das Götterspeise? Aber ich muss meine Haare bürsten. Ahem. Sie will es auf die harte Tour, hä? Huh? Sie kann mir nicht meine Hände wegnehmen. Das sieht unbequem aus. Lass mich dir helfen. Hier. Ein Notizbuch? Wie soll mir das helfen?
Muss ich dir alles erklären? Was wie ein normales Notizbuch aussieht, ist eigentlich ein toller Kammhalter. Mit Hilfe von Heißkleber klebst du den Kamm an die Metallbindung. Super, und schon fertig. Das ist absolut genial. Und es ist so einfach. Hallo, seidig glattes Haar. Reibt sie ein Buch an ihrem Kopf? Vielleicht brauche ich eine neue Brille. Sie hat es gar nicht bemerkt. Super gemacht. Nachsitzen ist das Schlimmste. Meine Güte, habe ich Hunger. Guckt der Lehrer? Okay, ich denke, ich kann heimlich einen Snack essen. Diese Chips sind gut. Hä? Was ist denn da drüben los? Hey! Du kennst die Regeln. Sorry. Das ist so gemein. Ich behalte dich im Auge. Warte mal. Ich glaube, ich bin genial. Ich brauche meine Federtasche. Denn darin sind noch mehr Snacks. Okay, wo ist mein Anspitzer? Ich muss das noch anspitzen. Kaum zu glauben, dass das funktioniert. Ich bin so schlau. Hä? Was macht sie jetzt? Oh, ich spitze nur meinen Bleistift an. Hier, jetzt zurück zum Schreiben. Alles scheint okay zu sein. Okay, er ist wieder abgelenkt. Zeit für einen kleinen Snack. So gut. Ich bin so schlau. Wie lange muss ich hier rumsitzen? Ich habe doch gar nichts Schlimmes getan. Warum darf sie Make-up benutzen? Ich sehe schrecklich aus. Ich muss Leo anrufen. Wo Olivia wohl ist? Ist sie das? Ein Bild von Schminke. Mein Ball. Leo, ich habe deine Nachricht bekommen. Ist jemand hier? Hier. Du bist mein Retter. Das glaube ich nicht. Das war aber echt knapp. Tschüss. Ich kann nicht zeichnen. Ist das Leo? Die Kunst der Tarnung, Leute. Denkt er, dass er unsichtbar ist? Dieser Junge hat sie nicht alle. Junger Mann, denkst du, ich bin blind? Sie ruiniert einfach alles. Aha. Yep. Der schon wieder? Klar, Kumpel, sicher. Der redet doch mit niemandem. Mist, mein Lidschatten. Ist das Lippenstift auf ihrem Löffel? Der wird das niemals hinbekommen. Fast. Ich darf doch einen Snack essen, oder? Ja, dachte ich mir. Nimm es. Lippenstift. Wie sehe ich aus? Oh, ich liebe dich so sehr. Ich muss wieder rein. Ich wette, ich sehe umwerfend aus. Dann multipliziert ihr das. Was macht sie da? Hab schon lange mein Handy nicht mehr gecheckt. Die ist von Naomi. Party? Wirklich? Ja. Kommst du? Klar doch. Touch-ups sind definitiv angebracht. Angefangen beim Lidschatten. Was soll das? Du kennst die Regel, Fräulein. Kein Make-up. Was? Das ist so eine dumme Regel.
Oh, das ist ja mies. Hey, ich weiß. Hier, nimm einfach meinen Spezialtaschenrechner. Warum? Vertrau mir einfach. Okay. Wow, das ist genial. Komm her. Was? Niemals. Nutze Schaumstoff, um die Palette zu bedecken. Siehst du die kleinen Teile? Das werden die Tasten. Es fehlt nur noch die Anzeige. Und das war's. Ich werde das Ding gleich mal ausprobieren. Die Farben gefallen mir auch. Hey, was habe ich eben gesagt? Was stimmt denn nicht mit meinem Taschenrechner? Ist das wirklich einer? Okay, meinetwegen. Das hat geklappt. Nicht weitergehen. Du darfst das Essen und die Getränke nicht mit reinnehmen. Aber meine Snacks? Oh, was soll ich nur tun? Ha, was ist das da drüben? Ja, das Fischglas bringt mich auf eine Idee. Alles klar, ich habe meine Tüte mit Sprite. Sieht aus wie Wasser. Und ich habe meinen Gummihai. Rein mit dir, kleiner Fisch. Oh, das ist mein Hausfisch. Oh, wie süß. Geht durch. Ich und Fischi danken dir. Gib mir einen Moment. Zeit für ein Schlückchen. Das ist eine gute, fischige Sprite. Hey, was machst du da? Oh, mein Fehler. Schätze, ich höre Dinge. Das war ganz schön knapp. Da ist es wieder, dieses Geräusch. Ich könnte schwören, ich höre Trinkgeräusche. Diesmal werde ich sie auf frischer Tat ertappen. Aha! Was machst du da? Nein, ist nicht dein Fisch! Oh nein! Upsi, ich nehme einfach noch einen Schluck. Nutzt du Foundation? Wie viel genau? Weil ich mag viel davon. Eigentlich könnte ich sogar darin schwimmen. Ach komm schon, du weißt doch, anfangs sieht es immer chaotisch aus, bis zum Endergebnis. Oh, Lippenstift nicht vergessen. Und jetzt alles verblenden. Wunderschön, stimmt's? Nur schade, dass hier Make-up-freie Zone ist. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann's doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich's verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht. Kein Make-up. Oh. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser. Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow. Ich habe nichts gesehen.
Bleib stehen. Eine Sekunde, ich muss mein Make-up fertig machen. Okay, jetzt bin ich fertig. Mal sehen. Oh. Oh je, ich bin so spät dran. Oh, du hast Make-up dabei. Darf ich es benutzen, bitte? Ich sehe wie ein Wrack aus. Nein, sorry, ich kann es dir nicht geben. Das ist eine seltsame Begegnung. Wie kannst du mich so hängen lassen? Gib schon her. Mal ehrlich, ich habe nur um etwas Hilfe gebeten. Hä? Warum funktioniert das nicht? Ich glaube, dein Make-up ist... Oh, okay, ich verstehe. Das Mädchen hat gerade am Make-up geleckt. Geht einfach durch. Ekelhaft. Ich kann nicht glauben, dass du Süßigkeiten als Make-up getarnt hast. Ja, yep, das ist der einfachste Weg, sie reinzuschmuggeln. Lecker, das ist so gut. Die Clubnacht ist um einiges besser geworden. Hey, Kumpel, bleib sofort stehen. Du musst gescannt werden. Nope, du kennst die Regeln. Essen und Getränke sind nicht erlaubt. Fein, was soll's. Bleib bitte für den Snackscan stehen. Alles klar, du darfst rein. Wow, dieser Club ist super. Und jetzt wird es Zeit für einen kleinen Snack. Die Schokokrone ist genial. Wow, das gibt's ja nicht. Autsch. Ich bin so froh, dass das geklappt hat. Den Rest hebe ich mir für später auf. Und jetzt hole ich mir eine Pepsi. Yay, so geht's. Perfekt, die wird so erfrischend sein. Jetzt brauche ich noch Popcorn. Popcorn und Limo passen perfekt zusammen. So gut. Duschsnacks sind die besten. Ich liebe euch Duschsnacks. Oh mein Gott. Oh, das war nur ein Traum. Was hast du da? Siehst du das Schild nicht? Oh nein, sie bekommt Ärger wegen ihrer Snacks. Nimm dein Essen und verschwinde von hier. Hey, komm näher. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hallo, ich habe einen Platz reserviert. Niemals! Ihre Ohrringe sind Gummibärchen. Moment mal. Ich kann das auch. Wow, sie sind toll geworden. Okay, jetzt bin ich bereit. Wow, mir gefällt dein Schmuck. Alles klar, du hast grünes Licht. Geh rein. Danke. Manchmal ist eine schnelle Auffrischung nötig. Ich beeil mich lieber. Jennifer? Hä? Ich lese. Du kennst die Regeln, Fräulein. Oh, ich kenne die Regeln gut. Jennifer? Nicht herschauen, nicht herschauen. Gah! Ich geb's auf. Ich werde sie nie erwischen. Mir ist so langweilig. Schade, dass ich dich nicht benutzen kann. Oder kann ich? Ich hab's! Nimm einen normalen Marker und zieh das Etikett ab. Das Ding muss ab. Nimm deinen Lieblingsmascara. Und mach hier einen Klecks Heißkleber drauf. Dann klebt das Plastikteil an. Jetzt noch das Etikett draufkleben. Marker oder Make-up? Das ist mein Geheimnis, oder? Ich kann nicht ohne meinen langen Wimpern leben. Die Lehrerin hat nichts davon mitbekommen. Prima gemachte Arbeit. Und? Sehe ich nicht hübsch aus? Jennifer? Woher kommen diese vollen Wimpern?
Mal sehen, was ich finde. Ich sehe kein Make-up. Ich verstehe das nicht. Meine Kräfte brauchen wohl ein Update. Nutella ist mein Lieblingssnack. Ich könnte das den ganzen Tag essen. Halt sofort an! Schokolade ist hier nicht erlaubt. Bye-bye, Nutella. Das nehme ich auf. Also lass los! Aber das war mein letzter Löffel. Gut, dann nehme ich stattdessen das, Wiesling. Das ist der Grund, warum niemand Zahnärzte mag. Okay, ich habe eine Idee. Zuerst brauche ich mein kostbares Nutella. Oh, das ist so lecker. Dann brauche ich eine leere Tube Zahnpasta. Rein mit dir, Nutella. Das ist dein neues Zuhause. Das ist eine genau perfekte Menge. Jetzt muss ich nur noch das Ende versiegeln. Das Glätteisen wird das übernehmen. Hallo, Doktor. Ich bin bereit zum Lernen. Du musst darauf achten, dass du dir alle Zähne putzt. Lass mich dir die richtige Technik zeigen. Oh, das kann ich auf jeden Fall. Die Zahnpasta sieht aber gut aus. So solltest du bürsten. Yes, die beste Zahnpasta ever. Gut, zeig mir das Ergebnis. Ach du meine Güte, was ist passiert? Zeig mal her. Das ist keine Zahnpasta, das ist Nutella. Ach, ich muss los. Unfassbar, dass schon wieder ein Patient weggerannt ist. Das schmeckt aber ziemlich gut. Oh, so gut aussehend. Stopp! Bei uns gilt Essen und Getränke nicht erlaubt. Ich muss dich überprüfen, bevor du rein kannst. Hey, was ist das denn? Also gut, du darfst rein. Nächster. Sie wird mir meine Skittles wegnehmen. Warte, bärtiger Krieger. Ha, er ist die Lösung. Ich brauche einen falschen Bart. Und Heißklebe natürlich. Ich ziehe eine Linie wie beim Smiley-Gesicht. Und dann klebe ich ein Stück Stoff dran. Ich habe eine Tasche gemacht, perfekt für meine Skittles. Das ist eine meiner besten Ideen. Bart dran, Süßigkeiten versteckt. Zeit für den Club. Warte mal. Oh mein Gott, es ist der bärtige Krieger. Geh bitte rein. Super, ich hab's in den Club geschafft. Hey, schicker Bart. Findest du, er versteckt auch Süßigkeiten. Niemals, das ist so cool. Bekomme ich was ab? Klar, warum nicht? Ey, Kumpel, hör auf, meinem Mädchen Süßigkeiten zu geben. Oh, sorry, willst du welche? Wow, danke, Bro. Juhu, die Süßigkeiten haben mich gerade davor bewahrt, verprügelt zu werden. Ich muss sicherstellen, dass ich genug Kleber verwende. Das macht echt Spaß. Oh, ich habe Hunger. Oh, stimmt, mein Kleber. Was zum Teufel macht sie da? Hm, echt erfrischend. Gabby, willst du dich umbringen? Willst du auch was? Ekelhaft, niemals. Es ist gut. Naja, mehr für mich. Das ist doch kein Kleber, du Dummerchen. Hast du eine leere Klebstoffflasche? Wasche sie gut mit Seife und Wasser aus. Du musst sicher gehen, dass es schön sauber wird. Fülle sie dann mit etwas Süßem. Es sollte ähnlich wie der Kleber aussehen. Lecker, weiße Schokolade. Das wird richtig gut funktionieren. Füllt es bis oben hin. Das sieht dem Kleber verdammt ähnlich. Schließ den Deckel wieder.
Und fertig. Kleber? Jetzt nicht mehr. Wow, lass mich mal probieren. Mmm, so lecker. Ich will mehr. Perfekt. Okay, Justin, gib es wieder her. Komm schon, das gehört mir. Du kannst rein. Hallo, ich bin wegen der Modenschau hier. Was ist das in deiner Hand? Nee, das ist nicht erlaubt. Aber meine Snacks. Na los, verschwinde. Ich habe schon ewig auf diese Show gewartet. Aber ich bin auch am Verhungern. Hey, die Skittles bringen mich auf eine Idee. Ja, das könnte klappen. Ich klebe sie einfach an meine Strumpfhose. Vielleicht sollte ich auch Modedesignerin werden. So, der letzte. Ich bin so schlau. Alles klar, Zeit für die Show. Entschuldigung, bin wieder da. Ich möchte jetzt gerne zur Show. Mal sehen. Scheint alles okay zu sein. Du kannst rein. Ja, ich hab's geschafft. Das ist wie ein wahr gewordener Traum. Oh, diese Strumpfhose ist meine eigene Kreation. Sie hat auch ein Geheimnis. Das ist die beste Strumpfhose.